Herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einem Perlenstick-Video. Letzte Woche ist es ja leider ausgefallen. Da habe ich gar kein Video gemacht am Freitag letzte Woche. Aber heute wollte ich mit euch ein bisschen sticken. Und zwar, wie ihr sehen könnt, sticken wir am Puma. Das ist einmal der Deckel von meinem Perlenbrettchen. Das habe ich euch ja gezeigt. Und hier habe ich meine Perlen drin einsortiert. Das haben wir nicht zusammen gemacht. Und ich will nur gucken, dass ihr auch was seht. Und das Bild sieht dann am Ende so hier aus. Das ist ein Set von Tokareva bzw. von Lieblingsperlen. Ich verlinke euch den Shop unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr auch Interesse habt, die haben aber nur AIDA, also die haben kein Vordruckbild. Und ich möchte mich heute nochmal probieren mit der Rolle. Ihr seht, ich habe es auf einer Rolle drauf. Und zwar habe ich mir jetzt eine Rolle gekauft. Das ist so eine Isolierrolle, die gibt es im Baumarkt, ganz günstig. Ich glaube, das hat so einen Euro oder so gekostet, einen Meter. Da ist so ein Loch drin. Der hat jetzt eine Stärke. Oh, wie, was war das für eine Stärke jetzt? Ich sehe es gar nicht mehr. Ich kann es aber kurz mal ausmessen. Der Durchmesser sind 4,5 cm. Von der Stärke her. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es klappt. Ich habe mir jetzt, weil ich ein bisschen Angst habe, wenn ich sticke, dass ich in den unteren Stoff reinsticke, habe ich mir jetzt einfach hier so ein ganz normales Frottetuch, nicht Frottetuch, Mikrofasertuch drum gelegt. So sehe ich auch, weil das ja ein bisschen dunkler ist, die Löcher auch noch ein bisschen besser. Und ich probiere es jetzt einfach nochmal aus und schauen wir mal, wie das so klappt. Ich habe sie mir jetzt nicht vorsortiert, sondern ich sticke jetzt einfach von der Anleitung runter und dann schauen wir mal, wie es klappt. Ich habe hier noch einen Faden, einen Restfaden, den verstecken wir noch schön zusammen. Genau, ich habe in einer Reihe 56 Perlen in einer Reihe. Ich finde ja jetzt schon die Farben total schön. Man sieht richtig die Bäume im Hintergrund und bald schon, ich kann es euch mal ein bisschen zeigen vielleicht. Hier kommt schon das Ohr. ja, ich freue mich schon im zweiten Zehnerpuls sozusagen, kommt hier schon ein Stückchen vom Ohr. Darüber freue ich mich und ja. Fangen wir mal an. Ich muss mich gerade mal noch mal ein bisschen sortieren, wo die Farben so sind. Genau. Ja, jetzt haben wir hier. Ich probiere es mal vielleicht in die Hand zu nehmen. Muss mal gucken, wie ich das am besten mit der Anleitung mache gerade hier. Kleinen Moment, ich bin gleich soweit. So, wir machen jetzt einfach mal. Vielleicht sticke ich doch eins nach dem anderen. Und ja, dadurch, dass ich eine stumpfe Nadel habe, dürfte ich nicht in das Mikrofasertuch reinstupfen, also reinsticken. Weil ich habe mir die Perlnadel, wo da mit dabei ist, die gefällt mir nicht. Also die ist mir zu dünn und zu spitz und darum, ich steige dann immer um auf so eine 28er Kreuzstichnadel, die geht super und ich kann es auch super einfädeln und da komme ich, glaube ich, besser zurecht. Ja, Paket habe ich auch schon weggebracht, auch schon auf die Post und Montag geht es dann wieder weiter. Heute ist Freitag. Oh, heute, Leute, heute ist so warm.
Ja, mein Auto hat mir angezeigt 24 Grad. Das ist doch nicht normal, oder? Also wir haben jetzt Ende Oktober und 24 Grad. Also ich will jetzt mal Herbstwetter. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr auch Herbstwetter oder genießt ihr noch die letzten Sonnenstrahlen? Seid ihr eher für Wärme zu haben? Ich möchte jetzt Herbst und Regenwetter und kalte Temperaturen. Normalerweise, also in den letzten Jahren war es immer so, dass es im November schon geschneit hat. Da hat es dann ein, zwei Tage geschneit, ziemlich viel meistens. Und dann war wieder Ruhe, meistens bis im Januar. Über Weihnachten hat es dann schneit es ja meistens nicht, ne? Und dann war erstmal ein bisschen Ruhe. Aber meistens war es echt so, dass im November schon geschneit hat. Bin ja mal gespannt. Also wahrscheinlich wird es wieder so Extremes sein, dass man dann so quasi von 20 Grad auf 8 Grad oder so, ne, gleich 15 Grad Unterschied oder so, könnte ich mir vorstellen. Und schauen wir mal, was das Wetter mit uns so vorhat. Ich habe jetzt hier bewusst, als ich das Perlenbrett gerichtet habe, nicht so viel Pärchen reingemacht, falls mir das wieder passieren sollte. Und mir das Brett dann, was haben wir hier jetzt? Zeichen. Und mir das Brettchen wieder auseinanderfliegt hier. Da habe ich keine Böcke drauf. Ah, die Brettchen vom Thorsten, die sind halt schon echt schön, ne? Also ich verlinke euch auf jeden Fall mal den Shop. Ich verlinke euch auch das Unboxing mal zu diesem Bild. Da habe ich auch das Perlenbrett gezeigt. Die sind halt, was das Tolle an der Sache ist, dass man die halt rausnehmen kann und dann gibt es noch einen Deckel zum Ausschütten. Man braucht sich das nicht rauskratzen. Ich habe gedacht, da, als ich das andere Bild verschüttet habe ich ja, oh Mann, wie schön wäre es jetzt gewesen, wenn es in dem Brettchen vom Thorsten gewesen wäre. Aber es war in einem ganz normalen 60er Brett. Und muss jetzt halt alles so irgendwie rausfischen. Ja, geht schon, aber ja, macht keinen Spaß. Mal gucken. Wie es da noch weitergeht, habe ich mich jetzt versteckt. 4 haben wir eigentlich hier. 1, 2, 3. Oh, ich habe mich gleich schon am Anfang versteckt. Also, können wir wieder aufmachen. Ich brauche hier nur 3 und habe 4 gestickt. Fängt das schon mal gut an. Menno. Naja, ist schnell wieder hingestickt. Pfeil. Jetzt kann man hier eins wegnehmen. So, jetzt nochmal einfädeln. Ich wurde öfters gefragt, wie ich das mache mit dem Einfädeln. Also ich mache das so. Ich nehme hier, die Nadel hat ja zwei Seiten. Einmal die Seite mit dem Öhr. Das sehen könnt. Wartet mal. Mist. Ich habe mich raus. Also die Seite mit dem Öhr. Und dann mache ich es immer so, dass ich das hier über den Rücken ziehe. Also nicht über die Seite mit dem Öhr, sondern über die schmale Seite. Und dann drehe ich das mit dem Öhr nach unten, nach so, dass ich durchgucken kann. Und dann drücke ich mir das Garn quasi von unten durchs Öhr durch. Also ich bin gar nicht in der Kamera, ne? Hier drücke ich es mir von unten einfach durch. Zack. Und dann ist eingefädelt. Mit der Methode komme ich eigentlich echt gut zurecht, aber ich kenne die halt auch, seit ich klein bin. Unsere Mutter hat uns die damals beigebracht.
Weil wir haben auch öfters mal was nähen müssen, ne? Mal einen Knopf annähen müssen oder so. Das musste man dann schon selber machen. Ab einem gewissen Alter natürlich, ne? Dann hat sie uns das gesagt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war die ersten 4 Jahre, von der ersten bis zur vierten Klasse, war ich in der Waldorfschule. Das ist eine pädagogische Schule und also Privatschule. Und da war es so, dass wir da schon in der ersten Klasse schon so Handarbeitssachen gemacht haben, schon ein bisschen gestrickt haben. Und ja, und mal, das wurde einfach so schon mitgegeben, ne? Und da hat man dann auch so solche Sachen gelernt. Und mal, wenn man an der Hose mal der Knopf abgefallen ist, dann hat man halt auch selber dran genäht oder an der Jacke oder so. Jetzt stimmt's ja. Ja. Und seitdem fädel ich eigentlich immer so ein. Oh, was ist jetzt los? Nee. Und bin es eigentlich auch so gewöhnt, ja. Und es geht auch gut, auch wenn man Gehnägel hat, geht das auch, weil man ja über die Fingerballen das einfädelt. Von daher dürfte da auch kein Problem sein, wenn einer von euch so ein Gehnägel drauf hat oder so. Das ist ja immer ein bisschen anders dann, ne? Hat man ja ein anderes Gefühl in den Fingern. So, jetzt haben wir es geschafft, die ersten 10 Perlen. So, dann haben wir den Tropfen. Das ist das da hier. Ich finde das so Bild so schön. Richtig Lust daran rumzusticken. Aber gerade im Moment bin ich tatsächlich dabei, noch ein paar Bilder zu beenden von Diamond Painting. Diesen Monat, ich jetzt gerade mache ich mein drittes Bild fertig. Halt nicht nochmal, was haben wir denn? Und ja, und von daher kommt es gerade ein bisschen, ist es gerade ein bisschen halt. Ich habe hier, nee, nicht das. Prozent. Deswegen kommt gerade Perlensticken oder Allgemeinsticken ein bisschen zu kurz. Wie immer halt, ne? Immer ist Diamond Painting die Ausrede. Das ist, wenn man zu viel Hobbys hat. Aber ja, ich stress mich da auch nicht. Also bei Sticken bin ich echt total entspannt. Wenn es fertig wird, wird es fertig, auch wenn es 10 Jahre dauert. Da mache ich mir keinen Kopf drum. Und deswegen sticke ich auch nicht monogam an einem Projekt. Ich glaube, sonst wird es mir ziemlich schnell langweilig werden. Deswegen sticke ich halt auch immer an mehreren Projekten. Und dann habe ich da die Abwechslung. Und, ja. Die Perlen mag ich, die sind so Glas und matt. Das sind ja alles Glasperlen, aber ich weiß nicht, ihr seht es jetzt nicht richtig, weil ich habe euch ein bisschen rausgezoomt. Kleines bisschen. Deswegen seht ihr es jetzt nicht ganz genau. Aber ich kann gerade nicht wieder ranzoomen, weil, ja, weil meine Halterung hängt über dem Symbol am Display. Deswegen komme ich da gerade nicht dran. So. Prozentwelle. Der Faden noch schön lang ist, dann kann man noch hier schön überall rein
Reihen lang, das ist toll. Ja. Und die Welle, die Welle, das ist die Welle bei mir. Ich weiß nicht, ob doch jetzt können sehen. Nicht? Das Wellensymbol. Es gibt aber auch noch, wir haben noch mal eine Welle drin, also eher, also die Striche aber nicht nach oben zeigen, sondern liegend. Muss mal aufpassen. Aber das sind die, wo nach oben zeigen. Jetzt kommt die Waffel. Ups. Manche Symbole kennt man schon. Das ist das Schöne bei Tokarewa, dass man manche, dass die Farben die gleichen Symbole haben. Dass, wenn man dann schon gestickt hat, Tokarewa, dann weiß man schon, wo man hingucken muss von der Farbe her. Wenn man die wieder drin hat, zum Beispiel, was auch ganz bekannt ist, ach, das ist jetzt gerade gar nicht, ne? Dieses, ich zeige es euch mal, das habe ich in einigen Bildern drin. Das da hier, diese Fischgräte oder Pfeil. Das ist bei mir irgendwie das Ende vom Pfeil. Aber man kann auch gut Fischgräte zeigen, weil wir haben ja hier auch Pfeile drin, von daher. Aber ich muss sagen, ich bin sehr flexibel mit meiner Benennung von meinen Symbolen, weil ich sage dann immer Pfeil, Dings. Ich weiß, wie es aussieht und benenne es dann halt irgendwie, wie es mir gerade einfällt. Manchmal sage ich auch blau, gelb oder so. Und gar nicht das Symbol, also im Kopf, ne? Geht es euch auch so, dass ihr manchmal auch gar nicht so das denkt, wie es aussieht, sondern einfach creme, matt, glänzend. Irgendwann hat man ja auch so ein bisschen die Symbole im Kopf, dann weiß man schon ungefähr, wo man hin muss. Gerade so wiederkehrende Symbole, ne? Und hier bei dem Set ist es auch so, das hat jetzt ja nicht so viele Farben. Wir haben hier gerade mal, ich glaube, das sind 25, 30, 35, 39 Farben haben wir hier bei dem Set. Von daher ist es eigentlich auch echt überschaubar. 1, 2, 3. Sind wir 7. 7 Mal. Ist ein bisschen zu weit weg. Reinstupfen kann. Ja. Und dann denke ich mir, das ist einfach mein Teil, wie es, wo ich gerade hinlangen muss. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Manchmal denke ich, präg dir doch die Namen gleich ein, dann ist es vielleicht einfacher später, aber es kommt, wie es kommt. Also ich muss sagen, so klappt es jetzt ganz gut. Mal gucken, wie es bei der Rückreihe läuft. Hier mit der Rolle. Aber ich glaube, das war eine gute Idee, da so ein farbiges Dings drunter zu machen, weil man sieht halt echt jetzt gut die Löcher. Weil wenn da weiß drunter ist, sieht man die Löcher nicht so gut, ne? Wenn da, weil normalerweise liegt ja der weiße Stoff hier drunter. Und dann muss man immer Angst haben, dass man da nicht irgendwie aussehen. Stoff drunter reinnäht. Das wäre ärgerlich. Ich weiß noch, zu meinen Anfängen, da habe ich mir ein Kissen unten drunter gelegt. Da habe ich das gemacht, wie die Mine das mal erzählt hat. Und da habe ich das Kissen auch mitgenäht. Oh Mann. Ja, aber es war so lustig, da habe ich so einen Post gemacht und haben auch viele drunter. Aber ich habe schon alles Mögliche eingenäht. Mein Pulli, meine Hose.
So. Hammer. Dann zweimal O und einmal Geteiltzeichen. Machen wir es O. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Entschuldigt Leute, aber gerade hat es mich gerade... So ein Nachmittagsgehner. Ja, 3:30 schon Nachmittag. Wo ist jetzt das O? O, 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 O. Wo ist das O? Da. Durchsichtige Perle, so ein bisschen. Champagner, durchsichtig. Ah, und die Qualität von Tokareva ist halt auch echt unschlagbar. Ne? Also das ist wirklich richtig toll. Macht Spaß. Also ich weiß, viele von euch stinken total gern gerade diese chinesischen Kits. Und ist ja auch schön. Und die kommen ja auch teilweise wirklich super schön raus. Celine ist ja da auch super schnell unterwegs. Nicht Celine, was sage ich denn da? Silly Maus. Die Silke. Und da habe ich schon einiges Fertiges gesehen, aber auch, ja, auch andere YouTuber und auch Bekannte, der habe ich meine Tiger-Familie überlassen, die hat es auch schon gestickt, ruckizucki, super schnell. Liebe Grüße an der Stelle, falls du zuguckst, das sieht super aus, dein Bild. Und also es kommt wirklich schön raus, aber für mich ist es nicht, also nicht, weil ich es nicht schön finde, sondern weil mir die Perlen, also diese leichten Perlen, das ist nichts für mich. Ich krieg da die Krise. Es erinnert mich so an die, kennt ihr die von früher? Als Kinder hat man so Maispop Kügelchen gehabt zum Essen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch so gibt, in allen möglichen Farben. Meistens in so einer Tüte. Was habe ich auch gern gegessen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Vielleicht hieß es auch Maispop. Ich weiß es gar nicht mehr. War richtig ungesund lecker. Wir haben bei uns in der Nähe ein Tierpark und da ist auch so ein Kiosk und da kann man auch, kriegt man auch eine Wurst und so, also so Kleinigkeiten zum Mittagessen. Und da hat man sich das auch immer kaufen können. Ansonsten war das immer in so langen Tütchen drin. So, wo sind wir jetzt hier da? 1,3 habe ich gemacht. 1,3. Prozent, Waffelprozent. Ja. Und deswegen, also für mich ist das irgendwie nicht so, das ist nicht so meins, aber ist ja auch in Ordnung, ne? Die Kooperationsfirmen versuchen zwar immer wieder, mir eins anzudrehen, weil es, also es kommen ja wirklich schöne raus. Wir hatten das letztens gezeigt. Ich glaube, die Dani war das mit so Fischen. Das fand ich ja auch richtig schön. Auch so ein sehr bekanntes Motiv mit so Kois, glaube ich. Also, das hat mir schon auch wirklich sehr gut gefallen. Warum habe ich jetzt so einen einzelnen grauen Punkt da drin? Ist richtig. Aber ich bin... 1, 2, 3, 4. Ja, ist richtig. Nee, ich habe nicht falsch gestickt. Schauen wir mal, stickt man mal weiter. Stickt man mal weiter. Jetzt kommt Prozent. Kann sein, dass es vielleicht vom Haar, wenn hier schon das Ohr kommt da unten, weil das ist ja jetzt Reihe 7. Hier kommt schon das Ohr. Vielleicht deswegen ein bisschen grau schon rübersprenkelt. Hat man ja oft an Bildern, ne? Dass außenrum so einzelne Sprenkel dann drin sind. So. Und dann haben wir viermal die Welle. Einmal die Welle hier. Aber ich muss auch unbedingt mal wieder einen Termin machen beim Friseur. Vielleicht rufe ich dann nachher noch schon an. Die sind ja noch bis um 6 Uhr da.
Machen wir noch einen Termin. Ich muss unbedingt zum Friseur. Ich war jetzt schon 8 Wochen nicht mehr. Aber ich habe ja keine langen Haare, sondern ich habe ja so kinnlange Haare. Also ich habe so einen Bob, so einen schrägen. Und da merkt man es halt gleich, ne? Und in meinem Alter wachsen halt dann auch schon die grauen Haare nach. Oh Mann. Obwohl, ich so alt bin ich noch gar nicht, ne? Also 42 ist seit Oktober. Aber trotzdem, ein paar graue Härchen habe ich doch schon. Gibt auch welche, die sind schon mit 30 grau, ne? 1, 2, 3. Ich kenne jemand, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der ist auch schon grau gewesen, ganz früh schon. Schon mit 30. Mein Mann, der hat auf dem Kopf keine grauen Haare, der kriegt nur graue Haare im Bart. So lustig. Er lässt sie auch immer stehen, also er zupft die nicht aus. Er sagt, ja, das wären seine weisheitsgrauen Haare. Seine. Er meint, er sieht dann jetzt noch, wirkt interessanter und erfahren und weiser. Naja, ich finde es irgendwie immer lustig, wenn ich dann anschaue und dann sind so zwei, drei, vier einzelne graue Härchen im Bart, weil er hat so ein Kinnbart, also kein Vollbart, sondern er hat nur so ein Kinnbart. So quasi so ein Ziegenbärtchen. Aber nee, nicht Ziegenbart kann man eigentlich nicht sagen, er ist schon ein bisschen buschiger unten, ne, am Kinn. So, jetzt haben wir ein ganz neues Symbol, das hatte ich noch nicht. Doch, das hatte ich schon. Strich. Ein Strich. Da. Oh, das ist so eine goldene. Schimmernde Perle. Also ich merke, dass ich ab und zu mal hier an den Stoff da dran komme. Der verstopft mir dann das Loch und deswegen versuche ich jetzt. Ich hoffe, ich habe noch nichts angenäht. Oh doch. Schaut euch das an. Nee, das darf nicht wahr sein. Das darf jetzt echt nicht wahr sein. Vorhin habe ich noch davon gesprochen, aber wie kann das passieren? Ich habe doch eine stumpfe Nadel. Ja, doch, geht halt doch durch. Ich glaube, das kann ich ausreißen. Da eh nur so ein Putzlappen. Den schneide ich ab. Bevor ich das wieder alles aufmache. So, mal gucken. Wenn die halt locker wird, die Perle, dann okay, ich muss aufpassen. Also ich muss noch mehr aufpassen. Wenn die Perle hier locker wird, dann muss ich sie halt noch mal festnehmen. Die eine. Ja. Oh, super, oder? Schon gefreut. Jetzt habe ich eine gute Idee gehabt. Dann also muss man vielleicht. Vielleicht wäre es auch eine Idee, so ein Kunstlederstückchen drüber zu machen. Oder ja, das Problem ist halt, weil ich den Stoff unten runter. Ihr wickelt den doch auch auf die Rolle, oder? Oder lasst ihr den unten runter weg und legt da einfach nur die Rolle dahin, weil dann würde ich ja das auch sehen, ne? Weil das ja grau, eine graue Rolle ist. Entschuldigt bitte. So, da hat irgendwas im Hals gerade gekratzt. So, ein Hammer, den Rest haben wir dann das Durchfahren. Verbot, das ist mein Fahren schon. Obwohl, ich kann noch ein bisschen länger ziehen. Der Rest der bis 10, das Rest des 10er Blocks ist dann. Diese Perlchen hier. Vielleicht muss man den Stoff auch immer so ein bisschen so nach oben stülpen, dass da sich Luft runter bildet unter dem Untergrund. Aber hätte ich jetzt eine spitze Nadel, hätte ich sicherlich schon noch mehrmals da eingestochen.
zurückstecken wollte ich jetzt nicht. Ist ja eh nur so ein einfacher Lappen da. Von daher, egal, wenn der kaputt geht, schmeißt man weg, fertig. Aus dem Haus. Kann man ja trotzdem noch benutzen, also jetzt nur ein Fädchen. Man muss keine Wunder vollbringen mehr. So, ja. Nichts festgenäht, gut. Dann nochmal zwei von der Farbe und dann das gleich geschafft die Reihe. Ich muss das einfach noch ein bisschen üben hier mit dem auf der Rolle. An sich finde ich es nicht schlecht, weil da nicht so viel Stoff im Weg liegt, irgendwie gefühlt. Und man kann es halt schön in der Kamera zeigen, ne? Wenn man so stickt. Achso, halt nur zwei. Na komm, zweimal das Kleeblatt. Drei Blättriche. Ja, ich übe das noch ein bisschen. Falls ihr da Tipps habt, also wie ihr das macht, dann bitte schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, liebe Silke, falls du zuschaust, ich habe schon öfters bei dir geschaut, aber du wickelst es ja auch ein. Also du wickelst es auch ein. Vielleicht hast du ja da nochmal einen besonderen Tipp. Kannst gerne nochmal im Video zeigen. Da würde ich mich freuen drüber. Ansonsten bin ich auch über alle anderen Tipps sehr dankbar. Also, dass der Stoff davon rutscht, das geht mit der kleineren Rolle besser. Also, ich hatte ja vorher so eine Poolnudel, aber die war einfach zu dick vom Durchmesser. Ich glaube, die hat 6 cm Durchmesser gehabt oder noch mehr. Und das war zu dick. Da ist mir immer der Stoff runtergerutscht irgendwie. Das ist mir immer abgehauen. Aber hier, das geht eigentlich ganz gut von der Größe her. So, jetzt geht's zurück. Also erstmal die Linie abstreichen, dann sehe ich besser. Dann geht es wieder zurück hier. Ich hoffe, ich bin heute den ganzen Tag in der Kamera. Ich glaube, beim letzten Stick mit mir, da war ich ein bisschen auf Kamera. und ich habe versucht, das jetzt wirklich. Deswegen habe ich es auch ein bisschen rausgezoomt. Ich habe die Kamera so hängen, dass ich drauf gucken kann und habe es noch ein bisschen rausgezoomt, damit ihr mehr sehen könnt, dass der Radius größer ist natürlich. So. Strich. Ja, ich wollte ja eigentlich zum Sticktreffen fahren. Jetzt übernächste Woche, in 2 Wochen. Aber leider klappt es nicht. Ja, wir sind jetzt noch eingeladen worden auf den Geburtstag. Und der ist ein bisschen weiter weg. Da wird man dann übernachten und von daher kann ich an beiden Tagen gar nicht kommen. Ich habe schon eine E-Mail geschickt. Ich hoffe, die ist angekommen. Ich habe jetzt noch gar kein Feedback bekommen. Muss ich dann nochmal richtig schreiben, damit der Platz, den ich jetzt da belegt habe, dass der freigegeben werden kann an jemanden vielleicht, wo noch Interesse hat, am Sticktreffen teilzunehmen. Eigentlich voll schade, weil die Leobella und die Celine kommen ja. Ich hätte euch echt gern kennengelernt, persönlich.
Ja, vielleicht ergibt sich mal wieder was. Marceline wohnt nicht ganz so weit weg. Und die Leo besucht ja die Celine ja öfters. Vielleicht kann man sich da ja mal kurz schließen. Celine wohnt ja, glaube ich, bei Frankfurt oder wo. Zumal gesagt. Und das ist ja hier bis Pforzheim nicht so weit. Vielleicht 180 Kilometer oder so. So, haben wir das? Das ist richtig. Ja. Ist ja nur Hintergrund, ne? Ist ja nur Hintergrund. So, dann haben wir zwei, vier. Moment. Zwei. Sechsmal. Sechsmal nochmal Durchgang verboten. So Kreis mit Strich. Kreis mit Strich nenne ich es auch manchmal. Und ja, Durchgang verboten. Sieht aus wie so ein Durchgang verboten Schild. Ich habe gerade voll die Müdigkeit, sorry, dass ich gerade nicht so redselig bin. Aber ich könnte jetzt gerade ein Nickerchen machen. Ich bin gerade so irgendwie total. Vielleicht, weil es mich jetzt gerade so entspannt, hier zu sticken. Aber ich könnte jetzt gerade echt ein Nickerchen machen. Aber ich mache jetzt keins. Na, jetzt gleich vieren. Mein Mann fährt dann bald los und dann hat Hunger, hat er gesagt, werde ich gleich kochen, dass wir so ein Essen, wenn mein Mann daheim ist, der kommt dann so um 5. Gibt es ein frühes Abendessen, aber es macht nichts, weil ich frühstück ja eh nur. Also ich frühstück immer nur. Sind wir jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5, noch eins. Ich frühstück ja immer nur und manchmal nachmittags gönne ich mir dann noch eine kleine Süßigkeit. Je nachdem, heute war es vom Bäcker ein Apfelkrapfen. Und dann kommt dann mein Mann ja relativ früh und dann essen wir abends eigentlich auch recht früh. Also so um, meistens so um 18 Uhr. Ja, heute gibt es bei uns Spaghetti Bolognese. Ups. Oh, lang gerade so der Faden. Und ja, das geht schnell, schnell, schnell gekocht. Spaghetti Bolognese. Strich, Welle, Kreis. Jetzt langt mir der Faden immer ganz bis da nach hinten. Strich, dann die Welle. Oh, ich glaube, ich habe zweimal den Strich jetzt gerade eingenäht. Ja, ich habe zweimal den Strich eingenäht. Ups. Also nochmal zurück. Fehlt gerade ganz kurz den Faden ein. So. Flupp. Einmal. Also Strich haben wir. Haben wir gesagt, Welle. Kreis. Oh, mich haben gestern Nacht ein Admin-Schnage im Gesicht zweimal richtig fett gestochen. Hey, ich habe jetzt an der Schläfe so einen fetten Flatscher und oben auf der Stirn. Ich glaube, die hat zweimal nebeneinander gebissen. Also, boah. Heute Morgen bin ich aufgewacht. Ich habe fast schon Schreck bekommen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Ich habe es auch schon gemerkt, so ein bisschen hat es gejuckt. Aber ist jetzt Gott sei Dank nicht dicker geworden, eher ein bisschen abgeschwollen wieder.
Aber jetzt bei dem warmen Wetter, ne? Wir haben halt immer, also wir haben bei uns im Schlafzimmer immer Fenster offen. Eigentlich fast auch im Winter haben wir es meistens gekippt. Tatsächlich, weil wir mögen es gern, wenn im Schlafzimmer richtig kühl und frische Luft ist. Und mich mit meiner Hausstaubmilbenallergie ja sowieso. Da empfehlen ja die Ärzte tatsächlich auch bei 14 Grad ungefähr im Schlafzimmer zu schlafen. Und aber ich merke das auch, dass mir das gut tut. Und daher jetzt haben wir viermal die Welle. 2, 3, 4. Ja, aber dadurch, dass es jetzt noch so mild ist, gerade im Moment mit den 20 Grad Temperaturen, überleben halt die Schnaken noch, ne? Die sind noch nicht abgestorben. Zeit, dass es mal gefriert, dass mal die Schnaken alle absterben. Oh Leute, letztens ist uns was passiert hier. Der Wohnung, ich habe euch ja schon erzählt, ne? Ich wohne ja relativ ländlich. Und ich komme so, lauf so im Flur, plötzlich denke ich, was ist denn das da? Schwarzes da an der Wand. Gehe ich dahin, ist es eine riesen fette Spinne, aber was für ein. Und zwar war das eine, ich gehöre zu den Weberspinnen, und zwar ist das so eine Dracula-Spinne, wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr. Man hat es gegoogelt, zum schwarzen, hat hinten auf dem Rücken so einen schwarzen langen Strich, so ein. Aber die war, ungelogen, die war bestimmt so fett. Also wirklich so. Richtig dickes Ding. Also, und ich bin ja so ein bisschen, also ich habe keine Angst vor Spinnen, aber sie ekeln mich wahnsinnig an. Und ich schreibe meinem Mann, ey Schatz, da im Flur ist so eine fette Spinne, was mache ich jetzt? Sauge ich die? Aber ich wollte die nicht einsaugen, man weiß ja, dass Spinnen ja wieder rauskrabbeln aus dem Staubsauger. Und dann, ja, ich konnte die aber auch nicht tot machen, ne? Also da habe ich mich dann zu sehr geekelt vor der Spinne. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal so ein, ich glaube, das war so ein einschneidendes Erlebnis, worum ich mich jetzt noch mehr ekel vor Spinnen. Ich fand Spinnen schon immer nicht so cool. Aber früher bei uns im Restaurant, das auch sehr, sehr in der Natur gelegen ist, hatten wir im Sommer immer ganz, ganz viele Spinnen an den Lampen. Und die haben wir halt natürlich immer abends weggemacht. Aber die meistens waren die am nächsten Morgen wieder da. Und auf jeden Fall habe ich mal eine Spinne auch da weggemacht. Und da war, habe ich es so, habe ich halt näher hingeguckt, weil ich gesehen habe, die hat da war, hat auch eine Zeichnung auf dem Rücken, wollte mir die halt anschauen. Bin nur ein bisschen nah rangegangen, springt die mir entgegen. Die ist mir wirklich entgegengesprungen, ins Gesicht fast schon, aber dann hat sie so einen Bogen gemacht und ist wieder an die Wand rangesprungen. Leute, ich sag's euch, ich hab so einen Schreck gekriegt. Und seitdem nähere ich mich nicht so gerne Spinnen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir die hier gemacht, gell? Ja. Und das aber der und dann, ja, dann hab ich sie einfach sitzen lassen. Aber es war schon komisch, weil ich jedes Mal, wenn ich in die Küche gelaufen bin, habe ich die gesehen, das fette Ding da. Und ich hatte auch ein bisschen Panik, dass sie vielleicht wegkrabbelt und dann irgendwo sich verkriecht und wir sie nicht finden. Und sie dann nachts vielleicht auf unserem Bett rumläuft oder so. Oh. Gott, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Nee, Spinnen ist nicht mein Thema. Also wie gesagt, ich habe jetzt kein. Also wenn es Knall auf Fall kommen würde, würde ich sie schon töten oder so, ne? Aber mein Mann hat sie dann mit dem Glas eingefangen und hat sie rausgesetzt. Finde ich ja gut, ne? Dass er sie nicht umgebracht hat. Und die durfte dann weiterleben. Da hat mein Mann heute, als ich ihm ein Foto geschickt habe vom zerschnochenen Gesicht, hat er gesagt, ja, unsere Spinnen, die machen keine gute Arbeit. Ja, da ich gesagt, ja, du hast ja unbedingt raussitzen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, nächstes Mal lässt das er sitzen. Ich so, nee, nee. Spinnen können raus in die Natur und nicht in die Wohnung.
Auch wenn wir hier so Schnaken am Start haben gerade. Elende Viecher. Und dann summen die nachts noch am Ohr, ey. Da kriegst du die Krise. Im Sommer, wenn es warm genug ist, haben wir ja Ventilator an. Und dann bleiben die nicht hocken auf einem tatsächlich. Weil die, ich glaube, Schnaken werden ja angezogen von Schweiß und Wärme. Und wenn man dann natürlich kühle Haut hat, dann sitzen die, dann docken die, können die nicht andocken, dann docken die nicht an bei einem. Da ist die Perle ist zu klein. Die hebe ich aber trotzdem aus, die geht hier nicht übers Öhr. Aber falls mir irgendwie die Perlenfarbe ausgehen sollte, kann ich die nochmal probieren, über eine dünne Nadel zu sticken. Ja, über so eine Perlenstricknadel, weil die sind ja vom Öhr noch dünner als die 28er Kreuzstichnadel. So. Ich glaube, hier kommt so ein kleiner Zweig. Deswegen war hier so mittendrin. Wahrscheinlich so ein kleiner Zweig hier von dem Baum. Jetzt muss ich mal kurz. Wie verrutscht hier meine Anleitung? Wie viel haben wir denn? Ich glaube, ich mache jetzt Schluss, weil ich muss jetzt tatsächlich auch gleich loslegen. Ja, und wir sind ja auch schon bei 45 Minuten. Und ich hoffe, euch hat das kleine Stick mit mir gefallen. Würde mich sehr freuen über euer Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr noch Tipps habt hier zu der zu dem Rohr, sagt mir es gern. Das würde mich sehr freuen. Aber jetzt ging es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Vielleicht brauchen wir auch einfach ein bisschen mehr Übung. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder irgendwo angenäht habe. Nee, zum Glück nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder Freitag zum Perlensticken oder vielleicht auch schon zum nächsten Video, wenn ihr mögt, gell? In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Stress und müsst nicht arbeiten. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine ruhige Schicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.